Also ich habe es bisher jedes Mal geschafft, in einer gelben Edition, dass es einfach so aufgetaucht ist. Das kann nicht sein. Da kam, also ich kannte ein Gebüsch, da kam es immer. Das kommt nicht in dem Gebüsch. Naja. Ach, verflucht. Was hast du hier verloren? Ja, dann ist das nochmal ein Grund, das Mewfang zu zeigen, wa? Muss ich mir da für auch dich nochmal angucken. Ich habe ja ein Video gemacht, wie ich in der Game Edition Mew gefangen habe. Ein extra Video. Ich habe das, glaube ich, sogar ein zweites Mal aufgenommen, weil ich zu leise war. Ach ja. Und da hat irgend so ein Idiot drunter kommentiert von wegen... Er hat das echt für voll genommen, als er sagte, von wegen B drücken, um besser zu fangen. Ja, ja, wenn man unbedingt alles glauben möchte, was eingesagt wird, ne? Und so sagt nicht versteht. Warte mal, wenn man B drückt, dann fängt man es doch gar nicht, oder? Wenn man B drückt, passiert nichts Besonderes. So ein Irrglauben, dass das Pokémon dann eher im Pokéball bleibt. Nee, das ist einfach nur zufallsabhängig und der Zufall, der bestimmt sich, sobald du es fängst. Ja. Sobald du den Fang durchführst. Und ich habe halt auch Spaß gesagt, halt weil Sarkasmus, ne? Und wegen ich drücke jetzt B, dann klappt es besser. Und er hat echt gemeint, ich hätte das ernst geglaubt. Ehrlich, ne? Das kann man doch nicht glauben. Ja, der meinte noch so einen Noob und sowas. Da das so lächerlich ist, habe ich glaube ich den Kommentar damals noch gelassen. Ja. Weil ja. Du spielst schon ziemlich lange Pokémon. Seit es halt draußen ist, so einige Wochen, Monate später hat mir schon besorgt. Und ich sage mal, mein Bruder hat mich ja auf das Spiel überhaupt gebracht. Ansonsten hätte ich das Spiel ganz ignoriert. Mich hat einfach so die Serie interessiert. Mich zu Anfangs auch. Aber die Spiele fand ich auch okay. Also mein Bruder war damals in Britannia und sagte, hier, spiel mal, so und so ist die Steuerung und euch gespielt. Ja, dann und rat mal, was da passierte. Na, du bist dabei geblieben. Ja, ich wollte meine eigene Edition haben danach. Ach So, so. er hatte die Blau-Edition und ich habe mir die rote geholt dann später. Und irgendwann hat er nicht mehr weitergespielt und dann habe ich mir seine angeeignet. Da hatte ich Rot und Blau. Später irgendwann kam die gelbe Edition raus. Habe ich jetzt mein Pokémon überhaupt geheilt? Ja. Ja, hast du. Diesmal hattest du es gemacht. Ach ja, die Game Designer. Ich weiß alles. Ach, wirklich? Geh in jedes Detail der Pokémon-Welt in deinem Gameboy. Triff dich mit Freunden und tausche Pokémon. Ein Infoblatt über TM. Es gibt insgesamt 50 TMs, außerdem gibt es 5 VM, die mehrfach nutzbar sind. Cisco. Tipps für Trainer. Die Benutzung des Link-Kabels gegen Info-Kolosseum Handelscenter verlassen. Sie erhält Evoli. Bittest du Evoli einen Namen geben? Gute Frage, wie kann man Evoli nennen? Bin gerade am Überlegen. Evoli. War das nicht so, dass, Malana das mochte? Evoli? Sonst nenn es einfach Luna. Was meinst du? Ja. Dann nennen wir es Luna. Jo. Und somit haben wir es im Team mit Level 25. Wow. Hey, das passt ja. Ja, ich frage mich nur, welchen Stein soll es geben, so weiter entwickeln. Das sehen wir dann noch. Donnerstein, Feuerstein, Wasser. Oder Wasserstein. Wasser, Donner oder Feuerstein.
können wir ja immer noch überlegen. Wir können ja mal überlegen, was fehlt in meinem Team für Element? Ich habe hier Feuer, Wasser und Blitz. Elektro. Du hast alles drei drin. Ja, Pikachu ist nicht allzu stark, ne? Okay, gucken wir mal Status. Spezialangriff. 38. Das hat in der Form schon mehr. Und es ist also noch Levelunterschied. Würde ich sagen, Blitzer, wa? Dann nehmen wir einen Blitzer. Passt auch irgendwie dann zu Luna. So schön gelblich. Und deswegen hat hier auch das Pokémon-Team Platz frei. Ich habe gesagt, ich kriege ja noch ein Pokémon. Stimmt. Ja, ja. Naja, du kennst ja das Spiel in- und auswendig. Ganz so weit würde ich zwar nicht gehen, aber ja, so etwa. Ah, ich glaube, wir nehmen schon fast eine Stunde auf. Eine Stunde schon? Naja, vor einer Stunde haben wir angefangen zu zählen, also mal schauen. Okay. Ich denke mal, du hast bestimmt schon so 45 Minuten oder so. Wir machen also noch ein bisschen hier drin und dann gucken wir weiter. Ja, ich würde sagen, wann nehmen wir denn auf? Ich würde eigentlich gerne also vieles aufnehmen, weil dann habe ich einen großen Vorrat und kann dann halt noch in Ruhe streamen. Ich würde fast sagen, wir machen jetzt erstmal dieses Gebäude hier zu Ende. So, hier habe ich noch einen Trainer überlassen. Ja, nee, der hat den hattest du schon gemacht. Okay, ich habe doch irgendwo einen ausgelassen. Ich schwöre. Nee, du wolltest den auslassen, aber das hast du dann doch nicht gemacht. Okay. Nein, falsches Stockwerk. Fail. Ich wollte jetzt zum Chef gehen hier. Meine Güte. Ach, genau, erstmal den Chef besiegen. Hier unten war da noch irgendwas. Alles gefunden. Ist auch so ein Werteerhöhungsteil. Wem gibst du das? Verteidigung gestiegen. Kosmosuna, ja doch, Kosmosuna war richtig. Kosmosuna hast du es genannt. Ja, das hat schon starke Werte und dann erhöht das noch weiter. Auf jeden Fall wollte ich die Aufnahmen beenden mit Mewtwo fangen. Nicht 150 Pokémon fangen. Das kann ich dann vielleicht in einer anderen Edition machen. Wie, du willst hier Mewtwo noch fangen? Ja, und dann ist Ende. Deckel. Schlitzer. Aber nicht in dieser Aufnahmesession, oder? Nicht in dieser Aufnahmesession, nein, das dauert zu lange. Wollte gerade sagen. Schlitzer. Ich glaube, ich sollte ihr fliegen mal gleich ein, also Luna. Ja. Obwohl, das könnte auch klappen, dadurch, dass es. Nee. Okay, das wird jetzt zu knapp. Oh, verdammt, Volltreffer. Das wurde leider zu knapp. Mist. Mann. So ist halt das Spiel. Ach ja, die Natter. Gut. Also ich denke mal, in Zukunft kann ich ja irgendwann mal Pokémon Blau und Gelb spielen. Oh, das ganze Fang der ganzen Pokémon, weiß nicht, ob ich das aufnehmen sollte. Ich glaube, es wäre besser. Vollständigkeit halber, damit man weiß, wo ich sie gefangen habe. Falls es ja jemanden interessiert. Wo es da bestimmt genug Infos im Internet bei Visa-Fans und so gibt. Eigentlich gibt es da genug Infos. Aber es gibt ja welche, die sind Lesefaulen, wolltest du in dem Video sehen. Ja. Warum denn das nur? Naja.
manche Leute sind halt so. Ja. Ich meine, deswegen habe ich wahrscheinlich auch so viele Aufrufe auf dem V-Fake My Mew Video. War so eine dumme Idee, Glutex dagegen kämpfen zu lassen. Ja, besonders mit Raserei. Also Raserei ist für mich eine Attacke, die ich sehr, 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 sehr selten benutze. Eigentlich gar nicht. Ja, Schlüssel habe ich nun leider nicht mit Glutex so. Ach, Raserei. So eine Arschidrin, ich sollte es echt lassen. Dieser Junge ist einfach unschlagbar. Ah, Mann, ich darf schon wieder heilen gehen, ey, meine Güte. Ja, darfst du. Weil ich will Glutex so trainieren. Ach ja. Naja. Ich bin mal eben kurz weg während der Aufnahme. Okay. Boah, sehr schnell wieder da. Bis gleich. So, gehe ich hier auf jeden Fall ins Pokémon Center. Und heile mein ganzes Team. Ach ja. Die spielen alle. Dann werde ich mal gleich noch einkaufen gehen und mir den Donnerstein kaufen. Dann kann ich Luna zu einem Blitzer weiterentwickeln. So. Und dann speichern wir mal. So, sind wieder topfit. Kommen wir jetzt halt wieder vorbei. Gut, mache ich. Aber erstmal gehe ich shoppen. Ich weiß jetzt noch nicht, wo es die Steine gab. Hier gibt es verschiedene DMs. Vor längeren Ausflügen solltest du Beleber kaufen. Du stehst mir im Weg. Ja, leck mich am Arsch, blöde Kuh. Meine Fresse. Oh, danke. Wollte was kaufen, aber gut. So, ich glaube, hier könnte es gewesen sein. Donnerstein haben wir es doch. Puppe, habe ich auch schon nicht mehr gesehen, das Item. So, da wir schon dabei sind, möchte ich Beleber haben. Das kann ich später auch immer kaufen. Das ist alles scheiße in meinen Augen. So, Tafelwasser. Einmal erschrecken, dann bin ich wieder da. Ach, du kannst keine Items mehr tragen. Bla. So, dann habe ich jetzt Donnerstein gekauft. Donnerstein? Oh, schön. Bitte auch Pikachu und weiterentwickelt wird man so auf. Willst du dir noch einen Donnerstein holen? Naja, musst du wissen. Hey, Luna entwickelt sich. Und wir haben ein Blitzer. Jo, genau. Luna wurde zum Blitzer. Was ist das denn? Konter. Konter mag ich nicht so. Nee. So, machen wir mal Tafelwasser. Ja. Eine Tafel. Und so weiter. Eine Flasche Tafelwasser. Wie los, ich möchte etwas trinken. Gibst du dir mich hier ein Getränk? Ja. Tafelwasser. Ja, Tafelwasser. Vielen Dank. Nimm bitte dieses Geschenk. Erhält ihr im 13. Eisstrahl. Eisstrahl kann noch den Garados lernen, glaube ich. Schauen wir mal. Müsste eigentlich. Ja, lernen.